Ich lese 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet von der Stiftung Warentest und das Buch heißt Medikamente im Test. Und im Kapitel Hauthaare bin ich angekommen bei den Wunden und es gibt jede Menge rezeptfreie Medikamente, die geeignet sind zur Desinfektion von Wunden und es gibt wenig geeignete rezeptpflichtige. Und es werden Medikamente und Wirkstoffe den Wirkstoffen oder Wirkstoffgruppen nach in alphabetischer Reihenfolge vorgestellt. Es geht los mit Alkohol und Antiseptikum. Das ist Phenoxythanol und Octenidin und das ist grün bewertet, geeignet zur Desinfektion von Haut und Wunden. Ich lese vor. Alkohol und Antiseptikum. Phenoxythanol und Octenidin, die Bewertung grün, geeignet zur Desinfektion von Haut und Wunden. Der erläuternde Text. Octenisept tötet Bakterien und zusätzlich bestimmte Viren und Pilze ab. Das Medikament enthält mit dem Wirkstoff Octenidin ein verträgliches Antiseptikum sowie mit Phenoxythanol, einen Alkohol, der auf Wunden nicht brennt. Wichtig zu wissen: Länger als 2 Wochen sollten Sie das Präparat nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt auftreten. Wenden Sie es nicht im Ohr an. So. Wenn sich die Haut rötet, brennt, juckt und sich Bläschen bilden, vertragen Sie das Mittel vermutlich nicht. Dann sollten Sie das Mittel absetzen. Haben sich die Hauterscheinungen auch einige Tage danach nicht merklich gebessert, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. So, es geht weiter mit Antibiotika äußerlich und da werden 1, 2, 3, 4, 5 aufgeführt. Eins ist mit Einschränkung geeignet und die anderen 4 sind rot bewertet, wenig geeignet bei bakteriell infizierten Wunden. So.